Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu Feed the Beast, Minecraft Feed the Beast Infinity Let's Play. Gut, ich werde mal hier eben die King Slimes entfernen. Au. Oh, ruppiges, garstiges Beast. Oh shit, bloß nicht reinfallen in das Teil. Warte mal, ich hab doch da eine Waffe. Guck mal, es geht sogar ziemlich gut, hey. Einfach draufhalten und warten, bis er tot ist. Cool. Dann gibt es hier ein paar goldene Herzen, 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 Herzen. Ich hab übrigens, habe ich mir schon, statt dem roten, habe ich mir jetzt ein goldenes Herz hergestellt. Ist sehr, sehr expensive, weil du brauchst sehr, sehr viel Zeug eben. So, dann... Mal das auch wegpacken. Ups, nein, nicht wegschmeißen. Oh. Mach mal ein kleines Update zu dem, was jetzt passiert ist. Und zwar, das mit dem pinken Slime hat sich erledigt. Da bin ich fertig mit. Ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum der Tank hier leer ist. Ja, ich habe hier unten halt den Tank sozusagen zwischengestellt. Der ist so ein bisschen das Ventil zwischen beiden. Das bleibt doch erstmal so. Deswegen füllt sich erstmal der Tank, dann der Tank. Ja. Die Tiere können alle weg, die brauche ich nicht mehr. Das Weizen brauche ich nicht mehr. Denn ich habe, wie gesagt, den pinken Slime. Das habe ich jetzt irgendwie reingedonnert. Da. Und ich habe auch den pinken Slime als Mob. War, wie gesagt, eine Heidenarbeit mit dem ganzen Slaughterhouse-Gedöns hier. Aber dank der Klonmaschine geht das relativ leicht. Und jetzt kommen wir zu Nummer 2, was ich fertig habe. Ich habe hier diese Precharger-Drill-Dinger-Geschichten aufgebaut. Ich hab's ein bisschen verkackt mit dem Loch, aber, naja, der Laser Drill braucht ein Loch bis zum Bedrock. Darüber muss er gestellt werden. Dann kommt ein Block daneben frei, dann kommen diese Precharger, die laden halt im Endeffekt den Kollegen auf. Seht ihr hier, bla bla, wenn das Ding durchläuft, das warten wir mal kurz ab. Zack, dann kommt ein Erz raus. Er hat einfach ein Erz erschaffen und es ist lila. Gucken wir gleich mal. Ich habe jetzt hier in den Reaktor ein Stack Yellorium reingehauen. Ich will mal gucken, wie viel ein Stack Yellorium ausspuckt. Tansanit. Ah ja. Gold, Zinn, Kohle, Salpeter. Naja, ihr könnt ja selber lesen. Nehme ich zumindest mal an. Ist schon ein bisschen was drin. Ich meine, es ist jetzt nicht ultimativ geil. Aber es geht schon. Geht schon, ne? Ist okay. Was haben wir noch Neues am Angebot? Weitestgehend nichts in der Hinsicht. Ich hatte bloß irgendwas vor. Abgesehen von mehr Yalorium farmen, weil ich keins mehr habe. Wollte ich noch den Reaktor ausbauen? Das war noch was. Erstens und zweitens, genau, hier. Eine Linse bauen. Warte mal, ich werde mal hier den ausstellen. Dementsprechend wird das System unten abgestellt. Automatisch. So langsam, aber sicher müsste es. Achso, ja, da die Conduits entladen sich ja noch. Da war ja was. So, wenn das fertig ist, kann ich mal gucken. Ich wollte diese Linse bauen. Das Problem ist, ich brauche Emeralds. Macht sich ein bisschen kacke. Dark Emerald, oh, es klingt aber gefährlich. Nee, ich brauche Emeralds. Und zwar hole ich mir die Emeralds jetzt. Woher? Aus einem Dorf. Das Problem ist, ich weiß nicht, was sie tauschen. Ich nehme jetzt also erstmal Bücher mit. Ein bisschen Weizen ist immer im Angebot. Kohle war, glaube ich, noch bei. Kohle habe ich Tonnen, war jetzt ist der Rechner aus. Oh, shit. Doch nochmal anschmeißen, die Kiste. Dann nehmen wir mal so ein paar Stecken mit hier. Und gehen mal fix ins Dorf da hinten. Das war irgendwo dort. Dort hinten. Warte mal, lass mich mal kurz landen.
Ja, genau, geradezu. Dann hole ich mir diese Viere und dann. Denn diese Linsen können ein bisschen beeinflussen, was man rauskriegt. Häufiger. Erhöht ein bisschen die Chance. Und ich will halt Gelb reinhauen, um zu gucken, als erstens, ob ich. Ich werde dadurch Gold kriegen, das weiß ich. Die zweite Frage ist, kriege ich damit Yellorium raus? Das ist ja theoretisch gelb. Guck mal, da haben wir doch direkt jemanden der Kohle hat hier. Kollege, du backst ein bisschen. Rot, ach, habe ich alles falsch verbraten, shit. Sag ich mal auch mit dem komischen Gewusel, dann müsstest du nämlich. Macht er nicht, also gut, das ist dann 1,8 so. Dass die dann wieder neue Sachen geben. Dass du halt richtig viel mit denen handeln kannst, das ist halt hier nicht der Fall. Oh, dann haben wir uns jetzt hier noch. Haha, so. Dann düsen wir hier zurück. Im Sauseschritt? Naja, nicht ganz, ne? Tot, 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 Stunden später, lalalala, Stunden später. Dann baue ich mir jetzt diese ganze Geschichte. Brauche ich jetzt allererstes Clay. Ich habe auch schon gesehen, wo welches liegt. Im Grunde hier überall. Sehe ich gerade. So. Clay. Dann brauche ich gelbe Farbe, war das. Und jetzt ein Dandelion Yellow, Yellow finden. Yep. Dandelion Yellow. Bist du Dandelion Yellow? Nö. Sollte ich nicht ins Eerie-Gebiet gehen? Da habe ich weniger die Chance, glaube ich. Gelb, ich brauche Gelb. Wäre einfacher, wenn ich wüsste, wie man Botania benutzt. Da sollte ich mich dann mal als nächstes mal ein bisschen dran setzen. Weil das ist echt nervig, jetzt hier rumzufliegen und keine normalen gelben Pflanzen zu finden, ne? Poppy steht überall rum, Mann, aber. Gelb nicht. Diese komischen Dinger immer noch. Halt, da stand aber was mit Minecraft dran. Oh, verguckt. Das ist jetzt megamäßig Bullshit auf jeden Fall. Kann doch nicht sein. Muss ich mich instant mit Botanik auseinandersetzen? Das gibt's doch nicht. Konntest den Quatsch irgendwie so verpulvern, genau. Dann konntest du das. Benutzen. Tasche. Power Pouch. Ja, toll. Zweig dran machen, das ist mir eigentlich. Aha. Aha. Da, das Ding brauche ich. Brauche einen Stick, eine Bowl, die man aus Dings da macht. Gut, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Also habe ich doch im Grunde die Farbstoffe, die hier rumstehen, zur Verfügung. Wenn ich dann mal schneller wäre. In Delaware. Ja, ich habe doch irgendwo Holz gehabt. Das gleich nehmen. Machen wir so, dann machen wir. Oh. Oak Barrikade, aha. Shit. So. So, so, so. So, so, so. Gleich vier von den Dingern. So will ich doch gar nicht. Ich will so und ein Stick drauf, ne? Jo, dann kann ich das und kann das so.
Was kann ich damit anstellen? Floral Yellow. Achso, das ist ganz normaler Farbstoff dann. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Dann haben wir diese Dinger, dieses Keramik. Dann habe ich Glas. Oh Mann, ist das recht nass aus. Guck mal. An den Kasten. Glas, dann habe ich vier, glaube ich, ne? Vier und ein, so ein, Kaffee weiß ich nicht mehr. Drei. Aber das Ding hier denkt praktisch mit sozusagen. So, das, dann brauche ich Golden Nuggets, ne? Vier Nuggetten. Da ich nur einen habe rumliegen, muss ich wohl Goldbarren klein machen. So, vier Nuggetten. Das Glas in die Mitte und die vier Emeralds außen rum. Tatsache. Wofür habe ich dann so viel Scheiße, wofür habe ich dann so kack viel Glas gemacht? Huch, der falsche. Oh, du nimmst jetzt gelben Fokus. Ist auch ein schöner Test, um rauszufinden, ob überhaupt Yellow rauskommt. Sonst lohnt sich das Ding in dem Sinne ja nicht. Das ist nicht das, was zuerst rauskommen muss, damit das System sich selbst versorgen kann. Gut, dann lasse ich jetzt alles, was nicht benötigt ist, hier. Keramikzeug, dieses komische Manschzeug hier. Bücher nicht mehr. Das eine Ding, die drei Teile. Das schmeißen wir weg. Obwohl das im Rechner gewesen wäre. Naja, gut. So. Scheiße, Weizen trage ich schon ewig mit mir rum. Brauchen wir auch nicht mehr. So. Den Chor rein und die Seele. Das ist dann das nächste. Dass ich dann hier raus meine Enchantments mache. Und ich sollte auch tatsächlich ein normales Enchantment-Table bauen, um meine Enchants, die ich selbst habe, zu benutzen einfach. Weil ich bin schon Level 50 mittlerweile. Da sollte ich jetzt mal sleepen gehen. Sleeper-Hole. Ins Dorf flattern und gucken, ob da noch Bücher stehen. Nebenbei den Enderman kaputt. Ach, hau halt ab, ey. Das ist so eine Pussy. Pussy out. Ne, Zoom. Zoom. Jetzt muss ich schon mal gucken. Bienenhaus, da war sonst nichts, ne? Genau. Dann fangen die Häuser kaputt zu schlagen hier. Da ist nichts drinne. Hier, das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Wartet mal, da muss ich jetzt irgendwie mal den Eingang finden von dem Teil. Hier. Was zum Henker ist das? Ich meine, es ist ein Dimensional Crossblock etc. etc. Ich hab keinen Plan. Ich hol mir mal jetzt einen Kobbel. Mal gucken, ob das irgendwas macht. So Bricks, hä? Ah. Hier, gib mir mal einen Kobbel. Ich will jetzt einen Hebel. Irgendwas. Ich muss doch da mal gucken. Das Tricky ist ja relativ nutzlos. Da steht nämlich nichts darüber. Irgendwie habe ich ja gehofft, dass das so eine Art Dimensionsbrücke zu irgendwas ist. Ich meine, das ist ja nicht umsonst irgendwas hier. Und hier hinten ist so ein... Ich versuche das jetzt mal vorsichtig zu breaken.
Da ist so ein ja, Sequencer-Teil drin. Ich habe natürlich keine Ahnung, was das Ding macht, aber... Ups. Naja, lassen wir es erstmal stehen. Ich finde das schon raus, beziehungsweise werde es nachlesen. Vielleicht ist das was richtig Cooles und dann... Ne, dann rocken wir hier hart ab. So, dann hole ich mir jetzt hier mal die Bücher. Da wäre eine Silk Touch ziemlich gut gewesen. Aber 45 Bücher sind ein so ein Dings eben. Buch, Mighty Smelting brauchen wir nicht. Die können ja da die Witchcraft Bücher mitnehmen. So, und dann lassen wir hängen, keine Ahnung. Eigenartige Hütte hier. Da sind die ganzen Dorfbewohner, die sich alle tummeln. Die ganzen Pansen, die da reingefallen sind. Ja, hier waren wir schon mal drin. Das weiß ich noch. Das ist keins von den Häusern. Das auch nicht. Nope. Das auch nicht, ne? Gut. Warum selber anpflanzen, wenn man einfach andere Häuser zerstören kann? Einfach direkt im Westen, das lädt nächste. Zerstören wir da noch alles und dann gehen wir zurück. Dann habe ich genug Bücher, dann baue ich mein Enchantment Table und dann reicht das. Achso, reicht das auch. Ich habe mich gerade gewundert, was das ist. Oh, ein Doppelmeteorit. Sehr interessant, hätte ich mal wissen sollen. Bei meiner elendigen Suche hier. Na los, beweg dich! Ich will endlich richtig fliegen können. Naja, so geht's auch, aber das verbraucht halt ein bisschen den Saft. Oha, sieht aber sehr Stonehenge-ähnlich aus hier. So ein Gemisch aus allem irgendwie, ich weiß auch nicht. Und da ist so ein Haus geplatzt. Richtig geil! Mit Wasser und alles, man, jetzt richtig cooles Ding hier, hey. Da sind Bücher drin, da wollen wir mal rein. Bücher. Was haben wir? Noch nicht genug, wir brauchen noch mal ein Haus. Da sind noch welche. Wir kommen einfach durchs Dach, passt auch. Das passt schon. So, Regale haben wir genug. Maroon Color, nehmen wir mit. Warum nicht? Das Writing, das kann man. Also nicht mehr interessant für uns. Ey! Ey! Was denn für eine Struktur, das Haus? Was hat du denn für Struktur, ne? Das geht immer gar nicht. Das ist wieder so ein Dimensional irgendwas hier. Ich wünschte, ich wüsste, wie das geht, was man machen muss. Ha! Profession, Description, Villager, Profession... Schutz... Was? Das wird irgendwas damit zu tun haben, mit diesen Dingern. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht eine elektrische Mistkraft-Variante, das wäre möglich. Aber ich würde einfach mal sagen, wir haben jetzt einiges zusammengesammelt. Weggeninjert hier und jetzt verpissen wir uns. Wir öffnen hier nochmal einen Blick rein. Ich habe mich gerade verguckt. Ich dachte, what the fuck ist denn da drin, aber. Da fuck.
Ist das nervig, hey. Rein da. Nimm die halt hier noch mit und dann passt das. Dann haben wir passt da. Oh. Gut, erledigt. Und jetzt weg hier. Ich müsste theoretisch runterfallen langsam, ne? Ja, langsam. Langsam. Aber gut, wir sehen uns dann einfach oder hören uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, wie gesagt, habe ich ein paar Dinge getan und werde wahrscheinlich auch schon vielleicht die erste Mob-Seele gesammelt haben. Das dauert nämlich richtig lange. Also, bis dahin, auf Wiedersehen.